kann euch nur schon mal sagen, dass es auf jeden Fall ein Horror-Let's Play sein wird. Welches? Ihr könnt mir auch sogar noch Vorschläge in die Kommentare schreiben, weil ich selber noch nicht weiß, welches Let's Play möchte ich dann da hochladen. Ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump League. Wir spielen heute mal wieder Jump League nach einer etwas längeren Zeit, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die Runde jetzt klappt, weil ich habe jetzt schon 3 Aufnahmeversuche gebraucht. Das ist eigentlich gar nicht mal so lange, aber es ist halt echt ein bisschen doof, weil ich muss gleich los und ich möchte halt, dass es eine ordentliche Runde wird und nicht irgendwie so ein Crap, wo ich gleich am Anfang sterbe oder so oder wo ich immer nur an einem Jump hänge und für euch das einfach total uninteressant wird. Deswegen ist das ein bisschen doof. So, okay. Gut, einmal hier rüber. Nice. Dann haben wir hier den Checkpoint. Und dann geht's auch schon los. Ich weiß gar nicht, wie wir heißen. Ob wir dieser Chico oder dieser Atom verstrahlt sind. Leute, ich weiß es nicht. Sind wir Erster oder sind wir nicht Erster? Nein, sind wir nicht. So, zack. Rüber, rüber, rüber. Okay. Das. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, ja, das hätte ich jetzt, glaube ich, locker easy geschafft, aber ich bin einfach zu dumm dafür. Okay, das haben wir. Gut. Ich möchte euch jetzt erstmal erzählen, was ich jetzt so Ende November beziehungsweise Ende November rein beziehungsweise schon Mitte Oktober starten möchte. Und zwar sind das ein paar Let's Plays. Und auf die freue ich mich besonders, denn am Ende diesen Monat startet ja schon Titan. Das habe ich ja gestern schon im Video gesagt. Und nicht nur Titan startet Ende diesen Monat, sondern wahrscheinlich auch noch ein anderes Projekt. Da kann ich euch jetzt aber noch nicht so viel dazu sagen, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich da mitmachen werde. Denn es ist halt alles stressig zur Zeit, weil halt wirklich ultra viele Leute oder beziehungsweise ultra viele Projekte gerade irgendwie so zusammenkommen. Star Wars Battlefront, die Beta kommt jetzt gleich raus. Da werde ich auf jeden Fall eine angespielte Reihe draus machen. Dann kommt eine. Upsala, so, dann kommt nicht nur eine Star Wars Battlefront Beta raus, sondern am 13. Oktober ist es soweit und dann kommt der Minecraft Story Modus raus. Ein Modus, auf den ich schon ganz, ganz lange warte. Daher finde ich endlich mal. Ah, scheiße, ey, wie komme ich denn da rüber? Aber ich glaube, ich kann da durchspringen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. So. Okay. Leute. Ich glaube, ich eskaliere gleich hier. Ich glaube, jetzt raste ich gleich richtig aus. Ja, also auf den Story-Modus habe ich mich wirklich mega, mega mäßig gefreut. Also das ist wirklich unglaublich. Also die Trailer haben ja schon einiges ausgesagt und auch schon so ein paar Spieleberichte. Auf der Konsole, ich weiß ja nicht, wie es... Oh Gott, Gott, oh Gott. So, ich gehe ja immer diesen Weg hier oben, weil ich den einfach persönlich am besten finde. Oh scheiße, ey. Ich glaube, diesen Schwung werde ich jetzt verkacken, Leute. Oh mein Gott, ich habe es noch geschafft. So, gut. Wir sind ziemlich weit vorne. Ich glaube, wir sind... Ja, wir sind dieser Chico. Das ist sehr gut. Okay. Das hier sind sehr, sehr nervige Vierersprünge, muss ich sagen. Sehr, sehr nervige. Okay. Dann gehen wir noch hier rüber. Nice. Also wie gesagt, es starten einige Sachen jetzt in nächster Zeit, wo ich echt Bock drauf habe. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr akzeptiert mal so ein bisschen was anderes. Ich meine, dass ihr den Story-Modus von Minecraft akzeptiert, hoffe ich natürlich auch sehr. Es ist halt mal was nicht PvP-mäßiges, aber es ist jetzt auch nicht so ein abwegiges anderes Spiel. Also es ist halt immer noch Minecraft. Und deswegen glaube ich nicht, dass ihr dann da so... Also ich glaube nicht, dass ihr dann so krass verbissen drauf seid, dass es wirklich nur Minecraft Multiplayer sein muss. Und der kommt ja dann trotzdem noch, ne?
Also es kommt ja trotzdem immer noch Minecraft PvP Multiplayer, nur weil es dann jetzt einen Story-Modus gibt, heißt ja nicht, oh, das Ende von PvP-Let's Play. Nein, auf keinen Fall. Man spielt halt eine Story durch, Leute, und dann hat man das. Das ist wie bei jedem anderen Spiel auch. Vielleicht gibt es da ja auch eine Open World oder so, keine Ahnung. Ich habe mich, was das betrifft, eigentlich null informiert, weil ich möchte mich halt echt nicht spoilern lassen. Ich möchte halt echt nicht wissen, was da so abgeht. Dann, Oktober ist immer so Herbstzeit und auch Halloweenzeit. Das bedeutet, ich werde dieses Mal ein schönes Halloween-Special für euch drehen. Was das genau sein wird, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Gut, das haben wir. Ich kann euch nur schon mal sagen, dass es auf jeden Fall ein Horror-Let's Play sein wird. Welches, ihr könnt mir auch sogar noch Vorschläge in die Kommentare schreiben, weil ich selber noch nicht weiß, welches Let's Play möchte ich dann da hochladen. Also auf jeden Fall eines, das, also es sollte schon echt krass sein, weil ich mag eigentlich krasse Horror-Dinger. Auch wenn ich ehrlich gesagt eher ein bisschen so ein Schisser bin, würde ich von mir selber behaupten, weil ich habe echt Angst, das so alleine zu spielen. Das war damals bei Outlast so. Ich glaube, mein zweites Video, was ich auf dem Kanal hochgeladen habe, war Outlast. Und ich kann euch sagen, alter Schwede, da hatte ich auch, also wirklich, ich war alleine zu Hause. Mein Herz hat die ganze Zeit so stark geklopft. Ihr glaubt das gar nicht, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Es war einfach so schlimm. Und dieser Part ist hart. Das ist echt nervig. Aber die anderen sind noch nicht mal so weit wie ich. Das finde ich extrem gut. Ich bin schon bei 300 irgendwas, die sind noch alle bei 200. Und es sind sehr, sehr wenige Spieler. Die sind wohl alle geliebt. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe die doch alle so gern. So, Moment, ich versuche jetzt was. Oh, Kacke. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich jetzt versucht habe, ne? Also so einen Doppelsprung auf einer Plattform zu machen. Bis hierhin geht's ja noch. Oh, nice. So. Zack, den Sprung haben wir, den auch und den auch, nice. Wenigstens haben wir die Kiste schon mal bekommen und da war echt nicer Stuff drin. Und wie ihr wisst, ich liebe die Eisenachse in diesem Spiel. Wenn ich ein Steinschwert hätte oder eine Eisenachse, ich würde mich, glaube ich, immer für die Eisenachse entscheiden. Oh, ich habe schon wieder einen harten Part geschafft. Ey Leute, was geht hier ab? Ich habe in meinem Leben, muss ich ehrlich gesagt echt sagen, auf Playminity einmal einen harten Part geschafft und das war in einem Video und jetzt habe ich schon wieder einen harten Part geschafft. Was ist denn da eigentlich los bei mir? So, vielleicht schaffen wir den auch noch. Alter, Leute, wir haben zwar noch 42 Sekunden. Okay, aber ich hoffe, dass wir noch eine Kiste bekommen. Nein, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Los, Thomas, beeil dich. Lauf, hüpf. Ah, okay, geil. Und jetzt hier rüber. Hüpf. Ja. Und jetzt schnell hier hoch. Hüpf. Oh. Nein. Okay, wir schaffen es nicht mehr. Dann rüsten wir uns mal ganz schnell aus. So, das kann weg. Das kann auch weg. Ich behalte die mir lieber mal. Sollte ich die droppen oder so. Gut, aber an sich habe ich ganz geile Sachen. Ich freue mich schon auf die Round. Ich hoffe, die anderen haben nicht so den guten Stuff. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die nicht so den geilen Stuff hätten. Ey, zwei Leute gehen auf mich. Aber ist natürlich auch logisch, ne? Ich bin der mit dem besten Equipment. Natürlich gehen die beide auf mich. Ja, du Sau, musst jetzt wieder abstauben kommen, ne? Du musst wieder abstauben kommen. Okay, ich habe ihn getötet. Das heißt, ich laufe jetzt. Ich laufe für immer davon. Und, boom, das hat ihn aber echt krass erwischt. So, wir haben noch zwei Leben, Leute. Wir müssen aufpassen. Ich will nur, dass dieser Atomverstrahlt mal tot ist, weil das ist der, der mit am besten Equipment noch hat. Oh Gott, ich gehe ein bisschen weg. Das ist echt ein Gemetzel. Du, das ist nicht mehr normal. Nein. Nein. Oh Gott, ich habe ihn. Ich habe ihn. Jetzt muss ich aber echt aufpassen hier. Denn jetzt habe ich hier Regeneration. Gut, er kann sich von mir aus jetzt die Sachen hier aus der Kiste looten. Das interessiert mich jetzt aber auch nicht. Weil ich rage jetzt. Das heißt, ich kann jetzt wieder das
Duell gegen ihn aufnehmen. Das Duell um die Welt, Leute. Guckt ihr das eigentlich? Ich finde das richtig nice. Ja, den habe ich. Nice. Ein Leben hat er noch. Wir haben noch zwei. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im Vorteil. Oh. Oh, jetzt gibt er mir die Combo. Aber GG. Wir haben trotzdem gewonnen. Und es war eine wirklich schöne Runde. Also wir waren echt gut equipped. Am Anfang sind wir leider gestorben, weil natürlich mehrere Leute auf uns gegangen sind. Aber wenn ihr mehr Jump League wollt, dann zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben. Ich finde das so geil, weil es einfach das Timing ist perfekt. Wir haben jetzt 12 Uhr. Ich kann das Video jetzt schnell schneiden und dann noch schnell rendern. Dann muss ich gleich in einer halben Stunde weg. Und ja, ich würde sagen, Leute, macht's gut, haut rein und freut euch einfach auf die nächste Zeit. Ciao.